Spielzeugtest an. Heute machen wir aus Wachsmalern Lippenstift. Genau, das ist natürlich nichts für den täglichen Gebrauch, aber wir haben gedacht, wenn man sich mal ein bisschen, ja, zum Beispiel für Karneval schminken möchte oder für Halloween. Oder Fasching. Oder Fasching oder einfach mal so ein bisschen Spaß mit seinen Freunden haben möchte, dann ist das ja vielleicht eine ganz coole Alternative. Und gerade so Farben wie zum Beispiel Blau, Grün, muss man wirklich im Handel suchen und sind dann meistens sehr teuer. Und das wäre eine günstige Alternative. Dazu braucht ihr dann einfach nur Wachsmalstifte. Wir haben jetzt die genommen, die im Test unbedenklich waren. Und ihr braucht Kokosöl, das gibt es im Drogeriemarkt. Dann gibt es die Variante, das über so ein kleines Stöfchen zu machen, so wie wir das jetzt gleich machen. Oder in der Mikrowelle oder im Wasserbad. Wir haben aber festgestellt, dass das für uns am besten klappt. Ja. Falls ihr euch wundert, was da gerade dudelt, das war die Waschmaschine, die sagt mir, die Wäsche ist fertig. Ja. So. Und weil das ein Experiment ist, nehme ich meine Experimentbrille. Experimentierbrille. Weißt du, wie lange das her ist, dass du die aufhattest? Keine Ahnung. Das ist bestimmt fast 2 Jahre her, als wir das letzte. Das ist ja nicht richtig ein Experiment, ne? Aber irgendwie, es passt zumindest zu deinem Kleid. Du siehst sowieso aus wie der verrückte Professor heute. Ja, ganz viele haben damals gefragt, als die Kommentarfunktion noch ging, ob das Hannas wirkliche Brille ist. Aber da sind gar keine Brillengläser drin. Das ist einfach nur eine Experimentierbrille. Ja, keine Brillengläser. Keine Gläser drin, nein. Einfach nur eine Brille ohne Gläser. Genau. So, welche Farbe möchtest du denn? Darf ich zuerst aussuchen? Ja. Ich möchte was, was zum Beispiel wirklich für ein Kostüm oder so wäre. Deswegen will ich das mit Blau ausprobieren. Okay. Wir haben bisher Grau und wir haben Braun mit großem Flitter. Das funktioniert aber nicht wirklich auf den Lippen. Oh, wow. Das sieht bestimmt schöner aus als meins. Und deswegen haben wir diesmal so ganz, ganz zarten Glitzer. Ich habe Silber und Hanna hat Blau. Und ich habe das Gefühl, ich komme mit Reden gar nicht hinterher. Also ihr zündet einmal mit Hilfe von Mama und Papa euer Teelichtlein an. Oder womit ihr das auch immer macht. Dann braucht ihr Kokosöl. Am besten so 1 bis 2 Teelöffel. Je nachdem, wie viel Kokosöl ihr nehmt, wird das entweder intensiver in der Farbe. Vorsicht, wir haben hier eine Flamme. Oder ja, etwas glossiger. So, wir warten jetzt, bis das Kokosöl hier ein bisschen geschmolzen ist. Ja, und ich habe von jeder Farbe ein bisschen abgebrochen, die ich mir rausgesucht habe, damit ich es mischen kann. Das wird bestimmt sehr schön. Rot, Pink und Lila. Oh, das wird bestimmt eine tolle Farbe. Ja, und ich breche jetzt meinen Blauen auch noch durch. Und dann machen wir machen erst Hannas und füllen den da rein. Willst du denn zu deinem, willst du nicht lieber dann meinen silbernen Glitzer als blauen Glitzer? Na gut, dann Silber. Ich glaube, dann tauschen wir, oder? Blau zu Blau und Silber zu Rot. Das sieht bestimmt mega aus. Und dann haben wir hier so kleine Fässchen. Kennt ihr bestimmt auch. Und da können wir das dann hinterher reinfüllen. Und ich gibt auch so größere, je nachdem, wie viel ihr eben macht und braucht. Ist aufgelöst. Ich werfe jetzt, oder eher gesagt, nicht ich werfe, sondern ich leg jetzt die Dinge sehr gut rein. Und jetzt heißt es dann einfach ein bisschen warten. Im Internet wird gesagt, eine halbe Minute. Wir haben aber festgestellt, bei uns, es dauert definitiv etwas länger. So wie 10 Minuten. So, das ist jetzt schon sehr geschmolzen, bis auf hier sind noch 2, 3 kleine Stückchen. Kann ich jetzt den Glitzer reintun? Ja, ich glaube, du kannst schon ein bisschen Glitzer reintun. Oh, sieht das schön aus. Oh. Vorsicht, dass du nicht umkippst. Wow, ja, das ist der richtige Glitzer. Wir hatten ja vorher so großen Flitter. Aber ich glaube, das langt, Hanna. So, sonst ist es nur Glitzer nachher. Okay, ein noch. Stopp, mach zu dein Ding da. Mega. Mega. Mega schöne Farbe. Und ich muss gleich Blau nehmen. Wow, das schimmert so richtig schön. Ja. Ich glaube, das ist gut, oder? Ja, ich wusste, dass das eine schöne Farbe ist. Das heißt, machen wir das jetzt mit dem Löffel? Das ist so ganz, ganz, ganz dunkelrot mit so hellem
mit hellen Das ist, das, ja, das ist so ein, wow. So ein richtig schöner Bärenton ist das geworden. Ja, und ein wow. Wow. Am besten wäre das noch, wenn man da von oben den Glitzer an. Achtung, ich bin nichts verschwunden. Stopp. Daraus können wir zwei Packungen machen. Ja, da kann man tatsächlich. Aber das wir können auch, das sogar ein bisschen. Das wird mega schnell fest, wie ihr seht. Das kann man jetzt so stehen lassen, eine Viertelstunde oder einen Kühlschrank stellen. Ja. Ich mache das jetzt mal eben sauber hier und dann machen wir das Blaue und zum Schluss zeigen wir euch, wie das auf den Lippen aussieht. Ja. Ich habe das Töpfchen jetzt sauber gemacht. Das geht am besten, solange das alles noch ein bisschen warm ist, die Reste. Gebe jetzt wieder Kokosöl hinzu. Rein. Wieder so zwei Teelöffel. Und dann, Mama, darf ich danach. Ja, warte, wie viel hattest du? Du hattest drei Stücke, ne? Ja, deswegen will ich auch, dass du drei Stücke nimmst. Okay. Ich lege die Stücken schon mal hier hin. So, jetzt lassen wir das wieder so ein bisschen schmelzen. Ich tue jetzt die Stücken rein. Und da-da! Alles ist drin. Jetzt heißt es warten. Das ist jetzt auch so gut wie, da sind noch ein paar Stückchen. Ja, wie bei mir war. Wie bei dir auch, ne? Ja. Achso, kann ich auch drin lassen. Und für mich kommt jetzt hier so blauer Glitzer rein. Wow! Kann ich dann umrühren? Umrühren oder willst du reintun? Oh, wie schön. Ein bisschen süß. Ah, ein Löffelchen. Stopp. Stopp. Stell ab, vorsichtig. So, das heißt, ich nehme das jetzt wieder mit meinem Dingens hier, puste aus und schütte das da rein. Wow, sieht schön aus, oder? Schicki, schicki. Unsere Lippenstifte sind jetzt fertig. Pink. Meiner glitzert blau und du hast ja so ein richtig Pinkie schöner Pie. Bärenton. Wie die Farbe, das passt irgendwie ja, voll dazu. Pinkie Pie. Pinkie und Pie und wie heißt meins dann? Blue Baloo. Pinkie Pie und Blue Baloo. Wir sollten in die Kosmetikbranche gehen. Die Namen hätten wir schon mal. Pinkie Pie und Blue Baloo. So, und jetzt, das ist jetzt natürlich aus dem Kühlschrank. Das heißt, mit euren Fingern. Ja. Ihr könnt natürlich auch Pinsel nehmen, dann wird es deutlicher. Oh mein Gott! Mama hat jetzt ohne Lippenpinsel. Ja, ich habe jetzt keinen Lippenpinsel für dich da. Schade. Auf jeden Fall, ich habe kleinere Finger. Bei ja, mir wird das ich mal besser. Ich mal schon schön über. Wer bin Was ich? Was sagt ihr? Oh, keine gute Idee. Also wie gesagt, wenn ihr ein bisschen weniger Kokosöl nehmt, dann ist die Farbe noch krasser. Und ich glaube, mit dem Lippenpinsel könnt ihr das viel präziser nochmal aufmalen. Und es ist ganz weich durch das Kokosöl. Es riecht ja angenehm nach Kokos. Wer Kokosöl oder Kokosgeruch mag. Hm, es fühlt sich auf jeden Fall gut an den Lippen an. Zeig mal. Das passt mega zu deinem Kleid. Ich finde, das ist mega geworden. Das ist voll die mega coole Farbe. Deins ist eine richtig schöne Farbe. Damit kann man jeden Tag spazieren gehen. Ja. Wobei, wenn ihr mutig genug seid, könnt ihr mit Blau auch rausgehen. Ja. Und es sind so viele tolle Farben noch hier drin. Man könnte sogar Gold nehmen. Ja, stell dir mal vor, wir hätten nur Gold genommen. Oder Silber. Man hätte jetzt goldene Lippen. Das müssen wir unbedingt nochmal ausprobieren. Ja, und das Coole ist, wenn man auch so ein Blau-Pink-Fan ist, kann man auch eine Seite pink, die andere Seite blau machen. Das und könnte man bestimmt auch als Lidschatten benutzen. Ja. Schaut mal. Wenn das auf meiner Hand geht, dann ist das bestimmt auch ein mega Lidschatten. Total cool. Jetzt willst du rot nehmen. Rot ist. Also, wenn einer von euch das nachmacht und dann Gold oder Silber nimmt, weil ihr das zufällig auch in eurer Packung habt, dann schickt uns das unbedingt über Instagram als Nachricht oder verlinkt uns oder so. Das möchte ich echt sehen. Oder hier Neongelb. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Zeig mal. Nein. Also, übergemalt. Habt ihr was gesehen?
Das soll niemand sehen. Mit Glitzer sieht das nochmal so schön aus. Hilfe. Jetzt nicht noch mehr drauf, okay? Nee, wo ist der Glitzer? Ja, da, das ist nur so ein bisschen, was da so liegt. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Also ich hatte definitiv Spaß daran. Ja. Weil es gefällt mir. Mir gefällt mein Blau. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr 2 weitere Videos anschauen.